Ich begrüße Sie im Namen des Vorstands von dem Ausstellungsraum Eulengasse sehr, sehr herzlich alle zusammen zu dieser Ausstellung von Elke Bergerin. Dann möchte ich in diesem Zusammenhang ganz herzlich als erstes in dieser Runde begrüßen Herrn Stefan Soltek. Sicherlich einigen in diesem Raum bekannt als den ehemaligen Leiter des Klingsbaum-Museums in Offenbach. Unwillkürlich schreibt Honoré de Balzac im Jahr 1831 eine Geschichte, die er wunderbar treffsicher hätte hier wiedergespiegelt gefunden in dieser herrlichen Ausstellung von Ihnen. Stellen Sie sich vor, drei Maler in einem Atelier, einer alt, einer mittelalt, einer ganz jung. Der Alte tobt sozusagen tänzerisch wie diese Figuren vor seiner Leinwand her und bequatscht die Jungen, was er für ein dolles Bild dabei wäre zu malen. Habe ich nicht die Farbe, die Lebendigkeit der Linie, die den Körper zu begrenzen scheint, genau getroffen? Bewundert nur, wie sich die Konturen vom Hintergrund abheben. Scheint es nicht, als könntet ihr mit der Hand über diesen Rücken streichen? Dafür habe ich auch 7 Jahre lang die Wirkungen der Vermählung des Lichtes mit den Dingen studiert. Und die Jungen zueinander, seht ihr was? Nein. Und ihr? Nichts. Wie könnte größer die Spannung sein zwischen diesen Parteien, zwischen diesem Alten, der meint, er hätte der Natur das Maximum abgerungen an Präsenz in seinem Bild. Und die Jungen sind natürlich völlig verdattert und denken, der Alte spinnt jetzt total. Und in diesem Spannungsfeld, liebe Frau Bergerin, sehe ich Ihre Arbeit. Sie haben ihm sozusagen beide Seiten seines Daseins abgewonnen in einer wunderschönen, komplementären Form, in diesem kompakten Raum, in dem es wirklich vibriert von gegensätzlichen Bewegungen mit ganz unterschiedlicher Zielsetzung. Und doch am Ende führt es sich alles wieder zusammen. Auf ein Bild möchte ich noch mal ganz speziell eingehen. Das steht, das hängt dort auf der Wand mir hier schräg gegenüber. Und ich bin mit jedem Mal draufschauen mir unklar, was es eigentlich ist. Es ist offensichtlich eine Bewegung und Gegenbewegung. Und einen ganz wunderschönen ersten Einstieg finde ich über ihre Signatur, das E und das B, das die Bewegung beschreibt, die im Kompakten, wie diese beiden Figurengruppen sie tun. Es ist offensichtlich eine tänzerische Angelegenheit, aber das Spannende ist, das, was wir uns so auch gemeinsam klar gemacht haben, dass sie es geschafft haben, einerseits über die Farbe, die etwas sehr intensiv, düster anmutendes in sich hat und dann diese Bewegung eine Verbindung herzustellen zu einem sehr berühmten Gemälde in der Kunstgeschichte, nämlich Goyas Erschießung der madrilenischen Helden aus dem Jahr 1803, hängt im Prado. Und diese Bewegung, ja, von drei Figuren so im Rhythmus gezeigt, vielleicht kommt Ihnen das Bild vor Augen, diese Gewehre, die sich alle richten auf den, der gegenübersteht und tatsächlich eine ähnlich gespreizte Bewegung vollführt, wie die Figuren dort. Und ich finde das so berührend, dass dieses Bild, das damit natürlich überhaupt nicht in Berührung stehen will, aber diesen Zusammenhang auslöst und das in dieser Zeit, in der wir gerade sind, ist das ein für mich ganz, ganz ergreifender Höhepunkt auf seine Weise in dieser Ausstellung. Und was mir eben vorkommt, ist, dass in einem kleinen Raum eine unglaubliche Intensität und Fülle sein kann. Und das haben Sie diesem Raum wirklich eingeimpft mit aller Könnerschaft, die Sie haben. Das zum Beispiel, habe ich verstanden, ist wie eine Partitur zu lesen von einem ganzen Musikstück. Und man kann es dort sogar über den QR-Code dann auch hören. Thank you.
die mich auch sehr faszinieren, sind diese kleinen Stücke hinten an der Wand, die ich schon deswegen so toll finde, weil sie alle Register ziehen, um mit der Farbe aus der Kleinheit der Stücke groß herauszukommen. Und was ich wirklich bewundere, ist die Regieführung über die Form dabei. Keine Form wiederholt sich und trotzdem sind sie in einem klaren, formalen Rahmen gesetzt. Und das halte ich für etwas, was ein künstlerisches Können ist. Sich eine Aufgabe zu stellen, einen Rahmen zu setzen und darin dann aber die Lebendigkeit und Vielfalt wahr werden zu lassen. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und das mir anschauen durfte mit Ihnen zusammen und eine richtig tolle Ausstellung gesehen habe. Danke. Ich danke auch für die tolle Rede. Genug der Worte. Es geht los. Klasse. Bam!